Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu Borderlands 3. Heute Abend im Livestream, also jetzt gleich um 22 Uhr, werden wir mit CSGO anfangen, aber später dann Borderlands 3 hasseln. Richtig fett. Hey, wie geht's denn so? Ich sehe dich gar nicht dadurch. Richtig schön von vorne anfangen, neuen Charakter erstellen und reinwursten. Da könnt ihr natürlich auch sehr gerne mitspielen. Wir werden dann, wie gesagt, nach CSGO, ich denke, es wird dann so, je nachdem, ob wir interne Spiele machen, 0 oder 1 Uhr werden, wenn wir dann hier mit Borderlands starten. Und dann wird reingekloppt. Ich freue mich extrem, dass es da ist. Und wisst ihr, was passenderweise heute noch an den Start kam? Der Epic Creator Code. Der Dummbabbler. Lucky Luke's Please hat mich das vor einigen Wochen schon gefragt, ob ich da nicht sowas... Er hat mich gefragt, ob ich nicht so einen Creator Code erstellen könnte. Denn er will sich irgendwelche Sachen kaufen, würde mich gerne unterstützen, pipapo. Und ob ich sowas hab. Und da habe ich gesagt, nee, ich kann ja mal gucken, ob wir sowas bekommen. Und ich habe dann schlussendlich gestern die Frage gestellt... Und heute kam der Code. Absolut geil. Ich freue mich. Also, wenn ihr das Spiel hier kauft, könnt ihr, wenn ihr wollt, diesen Code der Dummbabbler eingeben, wenn ihr bei der Kasse seid. Sehr nice. Sehr geiles Menü. Da bekomme ich dann halt einfach ein bisschen Provision. Das geht nicht nur bei Borderlands, sondern eben natürlich auch bei Fortnite, bei diesem Fortnite, bei diesem Geld da drin und bei extrem vielen anderen Spielen auf Epic. Naja, aber heute geht es um Borderlands 3. Nach CSGO hustlen wir rein. Das ist doch der Idris, oder? Das sehe ich davon hier, dass das der Idris ist. Ja, heute gibt es leider kein anderes Video, weil ich halt nichts weiteres vorbereitet habe. Beziehungsweise ich habe noch ein Overwatch auf der Pfanne. Aber es kam ja erst vorgestern eins, deswegen kriegt ihr das Overwatch schon erst morgen zu sehen. Denn morgen habe ich auch überhaupt keine Zeit, weil Sperling da den ganzen Tag da ist. Von morgens bis ungefähr 17 Uhr, 17.30 Uhr. Und um 18 Uhr startet ja dann unsere E-Sportle-Sache. Aber da werde ich dann auch morgen nochmal was zu sagen, so eine Kleinigkeit. Möchtest du eine Geschichte hören? Na, aber sichi, Pichi. Um 22 Uhr beginnt die Party. Die Gloves sind immer noch als Geschenk drin. Es gibt auch wieder ein Giveaway und so weiter und so fort. Wir sehen uns. Bis gleich.